Katja, ein kleines Statement von dir. Wie war das Gespräch für dich? Ich fand es super, war total spannend. Gerrit war perfekt vorbereitet. Waren ja wirklich viele Themen, die wir echt in der Tiefe auch angesprochen haben. Habe auch viel mitgenommen, viel gelernt über ihn, auch über das, was er denkt. Und ich hoffe, dass unser Gespräch eben dazu führt, dass sich noch mehr Menschen über Politik Gedanken machen. Wir müssen ja nicht alle FDP wählen, freue ich mich drüber. Aber ich hoffe, sie gehen überhaupt wählen, weil das ist das Entscheidende und das Wichtige. Was hast du mitgenommen? Was hat ihn bewegt? Ja, ihn bewegen ja vor allem die wirklich großen Themen, wie warum gibt es Armut in Deutschland, in anderen Ländern. Er kommt ja aus der linken Ecke, hat sich viel auch über G20 und die Demonstrationen Gedanken gemacht. Das war schon spannend zu sehen. Und ich stelle doch oft fest, dass wir an manchen Punkten doch mehr Gemeinsamkeiten hatten, als vielleicht von vornherein gedacht. Hast du was mitgenommen aus dem Gespräch? Ja, auf jeden Fall, dass ein weiter Weg vor uns liegt. In eine Welt ohne Ungerechtigkeit. Es war aber schon dann hier und da recht hitzig. Ne? Hast du das Gefühl gehabt, dass ihr euch so an bestimmten Punkten auch, also vielleicht am Ende mehr verstanden habt als vorher oder so einen Schritt aufeinander zugehen konntet? Also ich sag mal so, ne? So sympathisch wie mir Frau Suding sein kann mit ihrer politischen Haltung, die ja irgendwie konträr zu meiner eigenen steht, war sie mir auch von Anfang an. So. Ich fand, das ist dann wahrscheinlich, ist sie da auch einfach, ich meine, sie ist da geschult, dass ihr Beruf politischer Diskurs und Diskussion und so weiter, das ist ihr Alltag, auch sich kritischen Fragen zu stellen. Und ja, ich bin da manchmal ein bisschen hitziger geworden, aber ich bin auch ein leidenschaftlicher Typ.